Rehabilitationsrobotik, die versucht Menschen, die zum Beispiel nach einem Unfall oder nach einer Krankheit sich nicht mehr bewegen können, dies wieder zu ermöglichen. Und dafür bauen wir sogenannte Exoskelette. Das sind so Systeme, ähnlich wie Orthesen, die man sozusagen um den Arm oder um die Beine herum tragen kann, die wieder die Bewegung unterstützen, also aktiv unterstützen, sodass der Patient einen Bewegungswillen, den er hat, wieder ausführen kann und damit wieder in seinen Alltag zurück kann. Also künstliche Intelligenz ist für unsere Exoskeletttechnologie sehr wichtig. Sie ermöglicht es zum Beispiel aus Restaktivität der Muskulatur, die durchaus noch vorhanden sein kann, zu erkennen, dass sich ein Patient bewegen möchte, um dann diese Bewegung zu unterstützen. Gleich ist es auch möglich aus der Analyse von Gehirnaktivität. Oder künstliche Intelligenz wird genutzt, um zum Beispiel Objekte zu erkennen, die das Exoskelett greifen möchte. Zum Beispiel eine Tasse, wenn der Patient trinken möchte. Heutzutage ist es schon so, wenn ein Patient zum Beispiel nach einem Schlaganfall so ein Exoskelett benutzt, er durch die ganze KI und durch die Regelung, die wir da reinbringen in das System, tatsächlich das Gefühl bekommt, er selbst kann wieder Bewegung ausführen. Also er hat nicht das Gefühl, dass das Exoskelett dies tut, sondern dass er selbst das tut. Und das ist sehr wichtig für die Rehabilitation auch der Gehirnfunktion.